to Activism Munich. Willkommen bei Activism Munich. Mein Name ist Zen Raza aus München, Deutschland. Heute begrüßen wir Chris Hedges in unserer neuen Serie Sehnsucht nach 1984, in der sich alles um den Überwachungsstaat, militärische und monetäre Außenpolitik und die Rolle von Aktivismus dreht. Chris Hedges ist ein US-amerikanischer Journalist, Aktivist, Bestsellerautor und Menschenrechtler. Im Jahr 2002, als Chris Hedges für die New York Times tätig war, wurde er für seine Berichterstattung über weltweiten Terrorismus mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt er den Amnesty International Global Award für Menschenrechtsjournalismus. Zu seinen Bestsellern zählen Death of the Liberal Class und Days of Destruction, Days of Revolt. Aktuell ist er Kolumnist für Truthdig und Leiter des The Nation Institute in New York City. Chris Hedges, es ist uns eine Freude, Sie heute bei uns zu haben. Thank you, Zane. Chris, so let's get right into the matter. Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Wann immer die politische Führungsschicht sowie die meisten medialen Institutionen in Deutschland die US-Außenpolitik analysieren, werden die Interessen, welche diese Politik bestimmen, außer Acht gelassen. In der Regel wird es so dargestellt, als sei die US-Regierung bei ihren Entscheidungen souverän und demokratisch und als würde sie diese Entscheidungen zum Wohl der eigenen Nation als auch der weltweiten Gemeinschaft treffen. Wie kommt es, dass Sie mit diesem, ich zitiere Sie, Märchen nicht übereinstimmen und welche Interessen bestimmen tatsächlich die US-Politik? How come you differ on this quote-unquote narrative and what interests are really dictating US policy? Well, we've undergone in the United States a corporate coup d'état in slow motion. Die USA sind Opfer eines Zeitlupenputsches durch Konzerne geworden. Um John Royston Saw zu zitieren: Es ist vorbei, sie haben gewonnen. Sie haben sämtliche Machtzentren erobert, darunter die zwei größten politischen Parteien und die Presse, welche von etwa einem halben Dutzend Konzerne kontrolliert wird. Viacom, General Electric, Rupert Murdoch's News Corporation, Clear Channel und Disney. Sie haben populäre Massenbewegungen bedeutungslos gemacht, ob Gewerkschaften oder ehemalige radikale Bewegungen. Wir beobachten eine neue Konfiguration des Wirtschaftssystems in den USA und weltweit in Richtung einer Art Neo-Feudalismus. Eine Welt, in der 2% der Bevölkerung etwa die Hälfte des gesamten Reichtums kontrollieren und in der konstant Sparmaßnahmen implementiert werden. Es regiert der Überwachungsstaat. Wir sind das am meist beobachtete, abgehörte und fotografierte Volk der Menschheitsgeschichte. Das geht viel weiter als alles, was die Stasi in Ostdeutschland unternommen hat. Zudem werden heute all diese Informationen auf unbegrenzte Zeit in Computern der Regierung gespeichert. Man kann das Wort Freiheit nicht benutzen, wenn man 24 Stunden am Tag beobachtet wird. So sieht die Beziehung zwischen Herrscher und Sklave aus. Darüber hinaus sehen wir uns mit einer Umweltkrise konfrontiert, die ebenfalls Teil der Entwicklung hin zu einem unkontrollierten Konzernkapitalismus ist, wo alles, vom natürlichen Menschen bis hin zur Natur selbst, als Ware betrachtet wird, die bis zur Erschöpfung bzw. bis zum Zusammenbruch ausgeschlachtet werden kann. Das hat Kontinuität. Auch Regierungswechsel ändern an dieser Entwicklung nichts. Tatsächlich haben die Attacken auf Bürgerrechte unter Präsident Obama und den Demokraten im Vergleich zur Bush-Administration nur zugenommen. Siehe Abschnitt 1021 des National Defense Authorization Act, den ich zum Anlass nahm, den Präsidenten zu verklagen. Dieses Gesetz setzt über 150 Jahre etabliertes Recht außer Kraft, um dem Militär zu erlauben, die Bevölkerung im Inland im Zaum zu halten und Bürger zu verhaften, die die Taliban und dazugehörige Kräfte substanziell unterstützen. Eine Ausdrucksweise ohne rechtliche Definition. Auch die Bedeutung des Begriffs dazugehörige Kräfte ist unklar. US-Bürger können ohne Gerichtsverhandlung auf unbestimmte Zeit in Militärbasen festgehalten werden. In dem betreffenden Abschnitt heißt es zwar, bis die Kriegshandlungen beendet sind, im Zeitalter endloser Kriege bedeutet das jedoch für immer. Der E-Spionage Act wird eingesetzt, um Whistleblower stumm zu schalten. Durch die Fehlinterpretation des Authorization of Military Force Act aus dem Jahr 2001 fühlt sich die Exekutive ermächtigt, US-Bürger umbringen zu lassen, siehe Anwar al-Awlaki sowie sein 16-jähriger Sohn im Jemen. Die Fassade der Demokratie wird zwar aufrechterhalten, doch gerade seit den jüngsten Entscheidungen des obersten Gerichtshofs der USA ist klar, dass wir in einem System leben, in dem Geld die Wählerstimme ersetzt.
Was die Bürger wollen, ist irrelevant. Konzernlobbyisten schreiben die Gesetze. Unsere Judikative ist im Besitz des Ständestaats. Um das zu begreifen, ist ein Blick in die Arbeit des großen Politikphilosophen Sheldon Volin angebracht. Democracy Incorporated oder Politics and Vision. Volin beschreibt das System, unter dem wir aktuell leben, als invertierten Totalitarismus. Er meint damit, dass es sich nicht um einen klassischen Totalitarismus handelt, der durch einen Demagogen oder charismatischen Führer zum Ausdruck kommt, sondern durch die Anonymität des Ständestaats. In einem klassischen Konzernregime wie dem Bolschewismus oder dem Faschismus ergreift eine radikale Partei die Macht in einem zerfallenden System, indem sie die Ikonografie und Sprache des ehemaligen Systems ersetzt. Im invertierten Totalitarismus haben wir es mit Konzernen zu tun, die nach außen zwar behaupten, sich vom Volk gewählten Politikern und der Verfassung zu unterwerfen, intern jedoch sämtliche Ebenen der Macht an sich gerissen haben, um die Bürger zu entmachten. Das ist eine akkurate Beschreibung unseres aktuellen politischen Status. Wir sprechen gerade über Skype miteinander. Menschen haben zumindest in der westlichen Hemisphäre immer noch die Möglichkeit, das zu schreiben, was sie denken. Wie ist so etwas möglich, wenn wir es doch mit einem totalitären System zu tun haben? Es ist in kommerzieller Hinsicht nicht praktikabel. Zunächst einmal haben wir alle, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, in wirtschaftlicher Hinsicht zu kämpfen. Wir sind aus dem Mainstream ausgeschlossen, stellen also keine Bedrohung dar. Hielte die Machtelite uns für eine Bedrohung, würde sie uns stilllegen. Gibt es aktuelle oder vergangene Beispiele, wie versucht wurde, abweichende Meinungen an den Rand zu drängen? Sobald Opposition eine ernstzunehmende Bedrohung darstellt, wird sie niedergeschmettert. Solange die Machtelite den Dissens nicht als Gefahr für ihre wirtschaftliche und politische Kontrolle einstuft, kümmern sie sich nicht wirklich darum. Sowohl gegen deutschen Faschismus der späten 20er Jahre, als auch die politischen Säuberungen unter Stalin in den Jahren 37 und 38 gab es eine Opposition. Allerdings erreichte sie nie den Mainstream, sondern wurde von den kommerziellen Medien konsequent vermieden. Als sich diese Gesellschaften radikalisierten und der Dissens in weiten Teilen der Bevölkerung Anklang fand, wurde die Opposition einfach ausgelöscht. Ich denke, es gibt eine Menge Präzedenzfälle in der Geschichte für unsere aktuelle Situation. Wir leben in einer Periode relativer Stabilität. Die Machtelite kann also toleranter und flexibler auftreten als in einer Krisensituation. Ich denke, wir steuern unvermeidlich auf einen weiteren Finanzkollaps zu. In Verbindung mit dem Klimawandel wird die Geduld innerhalb der Machtelite für Menschen wie dich und mich aber ein Ende finden. Welche kurz- und langfristigen Ziele verfolgen diese Eliten mit ihrem invertierten Totalitarismus? Ihnen muss doch klar sein, dass sie ebenfalls untergehen, wenn sie sich nicht für das Wohl der Bevölkerung, welche die Wirtschaft am Leben hält, sowie den Erhalt der Umwelt einsetzen. What are the short-term, long-term goals? Well, they're primarily short-term goals. Es handelt sich in erster Linie um kurzfristige Ziele. Konzernen geht es um die Maximierung von Profit auf Kosten der Bürger und des Ökosystems. Ich bin mit vielen von diesen Leuten zur Schule gegangen. Sie besitzen kaum Vorstellungskraft und werden in erster Linie von persönlicher Gier angetrieben. Sie glauben, sie könnten Infrastrukturen erschaffen, um sich vor diesen Effekten zu schützen, was, wie sie ja bereits hervorgehoben haben, sehr naiv ist. Sie überleben dadurch vielleicht ein wenig länger als der Rest von uns. Man kann sich den Kollaps anderer ziviler, sesshafter Gesellschaften ansehen und wird dieselben Phänomene feststellen. Die Osterinseln beispielsweise. Was haben die sich dabei gedacht, als sie den letzten Baum fällten und anschließend in eine Orgie von Kriegen um schwindende Rohstoffe übergingen?
Diese Leute sind sehr kurzsichtig und realitätsfern. Sie leben ja auch außerhalb der Realität und werden in vielerlei Hinsicht geschützt. Sie fliegen nicht mit handelsüblichen Fluggesellschaften, verfügen über unverschämt viel Vermögen und sind in der Hinsicht abgeschnitten vom Rest. Ein New Yorker Autor nannte den Ort, an dem sie leben, Riches Tan. Es ist die realitätsferne Art dieser sterbenden Eliten, sich in ihre eigenen Enklaven zurückzuziehen, ob das nun die verbotene Stadt, Versailles oder sonst etwas ist. Völlig losgelöst von der Realität verfügen sie über nahezu allmächtige Gewalt, was eine sehr gefährliche Kombination ist. Chris Hedges, thank you for your time. Thank you. In part two, we will be talking. Im Teil unseres Interviews mit Chris Hedges werden wir über das NSA-Programm mit Fokus auf Deutschland, die Rolle von Aktivismus sowie Demokratie sprechen. Das war's vom Team aus München. Ich bin Zen Raza. Danke, dass Sie eingeschaltet haben.